Moin aus Irland. Ja, das müssten ja wohl alle schon kennen. Wir haben heute den 9.12.2020 und es gibt eine Folge Geschichten aus dem Alltag, respektive auch Familiengeschichten. Ja, daran müsst ihr euch gewöhnen oder ihr könnt euch daran gewöhnen. Ihr müsst ja nichts, ihr müsst gar nichts, bis euch irgendjemand sagt, was ihr zu tun habt. So, zack, jetzt geht die Geschichte los. Direkt aus dem Leben gegriffen, auch wie so ein, zwei andere in der Vergangenheit, das könnte man glauben. Ich gehe durch die Welt und ich habe Riesenohren. Ich höre alles. Das ist aber beobachtet, tatsächlich real, direkt, wie ich gerade gesagt habe, aus dem Leben gegriffen. Und das beobachte ich auch. Ja, so, nu geht es los. Edeka, wo, sag ich natürlich nicht. Das ist schon mal ganz klar. Eine niedliche Familie bei Edeka. Ja, das Kind ist circa 2 bis 3 Jahre alt und hat so seine eigenen Vorstellungen von seiner eigenen Welt, also was den Einkauf anbelangt. Ja, es ist aber geduldig. Dieser Einkauf findet gleich statt, den beschreibe ich jetzt. Sie nehmen den Einkaufswagen und sind froh dabei. Offensichtlich fühlen sich alle wohl, alle. Das Kind, Mama und Papa. Das Kind staunt, während sie durch diese Schranken, nicht wahr, gehen. Und alle Menschen haben Masken auf. Ne? Daran hat sich das Kind schon gewöhnt. Und nun geht sie durch die Reihen. Diese Fröhlichkeit sollte sich aber alsbald ändern. Nicht wegen der Ungeduld des Kindes, nein. Das Kind, ich war da im Edeka, das könnte man glauben. Ich behalte sowas und beobachte das auch. Na gut, aber jetzt geht das los. Das Kind war geduldig und hat gestaunt. Oh, was gibt's hier alles? So schöne bunte Sachen, während Mama und Papa sich unterhalten haben, was sie dann so alles brauchen. Sie nehmen den Einkaufswagen und sind, wie ich gesagt hatte, froh. Also es war ein entspannter Beginn eines Familieneinkaufs, nicht wahr? So. Hindurch durch die Regalreihen, ja, sind nun alle geschritten. Erstmal haben sie alle gestaunt und überlegt und Mama und Papa auch. Es geht los mit dem Klopapier. Ja, das Klopapier wollten nun alle einpacken. Das Kind oder puff, andersrum, das habe ich an dem Gesicht abgelesen. Dem Kind war das wurscht. Aber Mama und Papa wollten unbedingt Klopapier einkaufen und auch noch Feuchttücher. Ja, so geht das dann. Dann ging das weiter durch den Gemüsestand, nicht wahr? Und sonstigen bunten, mysteriösen Artikeln. Das alles hat das Kind überhaupt nicht interessiert, nicht im geringsten. Nun hat es diese abstoßenden Beschriftungen gesehen. Zwar so schräg und abstrakt, nix, keine Reaktion. Sie hat geguckt und ein staunendes Gesicht gemacht, aber nicht. Keine, ja, also ich versuche das wirklich realistisch darzubringen. Keine Revolte, gar nichts. Es hat nur gestaunt. Fertig. Es hat erst dann gestaunt, als Papa sagte, das brauchen wir auch noch. Also durch Drogerieabteilungen und
Nicht wahr? Nachdem sie sonst irgendwelchen seltsamen Regalreihen vorbeigekommen sind, nicht wahr? Ja, sagte halt Papa, das brauchen wir auch noch. Und er hat dann irgendwas da eingepackt, womit das Kind nichts anfangen könnte. Und Mama hat geantwortet, ach, das haben wir eigentlich noch und so weiter. Aber wir müssen die Reinigung, nicht wahr, für das Klobecken noch einpacken, weil da meinte Mama, sie hätten nichts mehr und sie müssen das Klo sauber machen. Das hat das Kind auch noch nicht interessiert, bis es an diese bunten, vielen winzigen Reihen im Regal gestoßen ist. Ja, das waren Tüten und ganz bewusst und ich gehe da auch durch und ich finde das total super. Manchmal kaufe ich so eine Tüte, die sind auch preiswert, man kann ja gucken, da waren Kekse drin. Kekstüten en masse, also ganz viele verschiedene, bunte, vom Aufdruck her für das Kind sichtbar und schmackhaft. Ja, das ist Werbung. Werbung beeinflusst nicht nur uns, sondern auch die Kinder. Ja, ich kenne das, weil ich Opa bin und eine ganz außerordentlich süße Enkeltochter habe. So, das soll auch nicht lange dauern, das ist auch gleich vor. Bei das Ding hier. So, nun aber fühlte sich das Kind berufen, etwas zu sagen, weil die Papa und Mama, und Papa hat ja gesagt, das brauchen wir jetzt, und Mama hatte gesagt, das brauchen wir eigentlich nicht, wir nehmen es aber trotzdem mit. Stellt euch diese Situation vor. Jetzt kommt das Kind. Ja, Sekundenpause. In dieser Regalreihe, wo die ganz vielen bunten, süßen Tüten drin waren, nicht wahr? Und ja, da wollte das Kind, ich muss mal auf mein Manuskript gucken, das brauche ich sowieso nicht, und ich habe das eh im Kopf alles, das könnt ihr euch ja vorstellen. So, das Kind hatte sich Tüten angeguckt, hat doch zack, mit dem Wagen, und manchmal wollte es in dem Wagen sitzen, aber in diesem Fall hat das Kind diesen Wagen geschoben. Kennt ihr das? Wenn die zwei, drei oder vier, sagen wir mal so, ich glaube so ab 4 Jahre, die wollen den Wagen schieben. Also ich kenne das ja alles. So, das Kind hat da also den Wagen durchgesteuert. Also ich ging da so parallel und sag, wow, ist das cool. Mir ist erst hinterher aufgefallen, das muss ich unbedingt aufschreiben und ein Video draus machen. Das Kind hat nun diese bunte Abteilung entdeckt, wo es die Kekse gibt. Und sie hat lautstark gesagt, Papa, ich möchte diese Kekse haben, guck mal. Und hat da auch direkt an dem Wagen vorbei und eine Tüte rausgeholt. Ja, was hat Papa gesagt? Das könnt ihr euch vorstellen, ich habe das gehört. Das haben wir noch zu Hause. Das Kind wusste ganz genau und es hat es lautstark veräußert. Nein! Mit Gequengel und so weiter. Und Kinder können ja sehr laut sein. Diese Kraft, um ihre Meinung durchdringen zu lassen, das ist das, was mir am meisten an dieser Geschichte gefallen hat. Ja, lautstark zum Ausdruck gebracht. Während Papa immer wieder sagte, nein, das haben wir noch. Ich sage den Namen jetzt nicht. Vielleicht kennt ja irgendeiner das Kind. Ich glaube zwar nicht, weil ihr nicht wisst, wo ich gewesen bin. Aber ihr könnt mir eins glauben, diese Geschichte ist schon wieder aus dem Leben gegangen. Wir schalten wir mal weiter, damit das nicht so lang wird, an die Kasse. Also da wurde es so richtig scheiße. Also für mich. Ja, das Kind und den Papa, der irgendwas eingepackt hat, was er eigentlich gar nicht braucht, hat die Mama ja bestätigt im Verlauf des Videos, könnt ihr euch erinnern, nicht wahr? Die Mama hat gesagt, also wir müssen dies, jenes unbedingt haben, wurde alles eingepackt.
als dem Kind etwas gefallen hat, wurde es letztlich nicht eingepackt. Ja, ich habe diese kleine Familie, ich sage jetzt nicht süß, weil ich bin wirklich sauer, an der Kasse wieder getroffen. Das Kind hatte Tränen in den Augen. Mit gesenktem Blick wurden die Dinge auf die Kasse gelegt, auf das Kassenband, Entschuldigung. Sie haben bezahlt und dann sind sie gegangen. Ich war an der Nebenkasse und konnte das beobachten, war einen Augenblick später fertig, habe sie aber dann nicht mehr gesehen. Ich dachte, so eine Scheiße. Wenn ich gekonnt hätte, ich hätte dem Mädel diese Kekse gekauft. Na gut, lass mir das mal. Und das war meine Geschichte heute. Punkt. Wir haben den 9.12.2020 Familiengeschichten direkt aus dem Leben gegriffen. So, jetzt machen wir ein paar Sekunden Pause, weil ihr kriegt noch einen Kuss, den jeder kriegt. Moment, aufpassen, jetzt kommt er. Tschüss, bis bald. Jo, so ist